Hallo zusammen, schaut mal hier ganz genau auf diesen kleinen Punkt hier. Und jetzt gehe ich mal hier durch die Bilder. Dies bewegt sich, der Stern bewegt sich. Oder ist das gar kein Stern? Vermutlich ist das irgendein Asteroid oder so irgendwas oder vielleicht auch ein Satellit. Aber was es dann letztendlich genau ist, das werden wir jetzt in diesem Video herausfinden. Wie das funktioniert, wie man die Entfernung bestimmt, die Größe von diesem Objekt und die Umlaufbahn, das erfahrt ihr alles nach dem Intro. Viel Spaß mit dem Video. Ja, dass es sich bei einem bewegten Objekt natürlich niemals um einen Stern handeln kann, ist klar. Und ich habe jetzt hier noch kurz die ganzen Bilder gestackt zu einem kurzen Video, also zu einer Videosequenz. Und da sieht man es jetzt hier auch nochmal ganz deutlich, wie eben hier was von links nach rechts durchs Bild zischt. Als ich das gesehen habe in meinen Bildern, wollte ich natürlich wissen, was ist das eigentlich? Und da habe ich mich dann erst einmal schlau gemacht, wie kann man eigentlich herausfinden, was das eigentlich ist. Und da bin ich dann auf die Software Astrometrica gestoßen und die öffne ich jetzt hier mal. Und die Software hat der Herbert Raab entwickelt und ja, das ist eigentlich ganz witzig, weil ich habe dann mal auf seiner Seite nachgesehen und da habe ich gesehen, dass das eigentlich fast mein Nachbar sozusagen ist. Also der wohnt nur wenige Kilometer von mir entfernt und der hat eben dieses Programm geschrieben. Die Software ist aber nicht ganz kostenlos, also man kann es mal 100 Tage kostenlos testen. Dann muss man dem Herbert 25 Euro schicken, entweder per PayPal oder und so weiter, steht dann eh auf seiner Seite. Und dann schickt er einem eben die entsprechenden Lizenzdaten zu und dann kann man sich eben das Ganze freischalten. Wenn ihr jetzt das Programm zum ersten Mal öffnet, solltet ihr zuerst einmal hier das herunterladen, die MPC-Daten und dann auch noch hier das Update machen. Da werden eben erst dann die ganzen Daten zu den Asteroiden und so weiter heruntergeladen. Dann als nächstes geht ihr hier auf File und auf Settings und hier müsst ihr euch dann zuerst einmal eure Location, eben Längen- und Breitengrade eintragen. Und dann eben auch die Höhe, wo ihr eben zu Hause seid. Ja, dann könnt ihr noch eure Kontaktdaten eintragen, welches Teleskop ihr habt und so weiter. Wichtig ist dann aber hier unter dem Reiter CCD, dass ihr eben hier die Brennweite einträgt, mit der ihr eben das Foto gemacht habt. Dann auch die Pixelgröße von eurer Kamera. Und ja, wichtig ist hier auch noch die Rotation von eurer Kamera. Ich habe die Bilder mit 135 Grad Drehung eben aufgenommen. Das habe ich halt in Siemens Generator Pro so eingestellt und genauso habe ich eben dann die Kamera ausgerichtet. Wenn ihr jetzt nicht wisst, wie euer Foto gedreht ist, dann könnt ihr das bei astrometrie.net anschauen lassen. Und zwar geht ihr hier einfach auf Upload und dann geht ihr eben hier auf Datei auswählen. Dann wählt ihr eben hier euer Foto aus. Dann wird das Ganze hier raufgeladen. Das dauert dann eine Weile. So, jetzt nach dem Upload wird jetzt eben hier das Bild analysiert. Das dauert jetzt noch eine Weile. Hier steht eben, dass das ungefähr bis maximal 10 Minuten dauern kann. So, das Ganze ist jetzt hier soweit fertig. Jetzt steht eben hier beim Job so und so Success. Dann können wir eben jetzt hier auf die Go to Result Page gehen. Und dann sehen wir jetzt eben hier, dass das Bild hier 135 Grad gedreht war. Ja, hier am Bild sieht man natürlich dann auch noch, wo sich welche Objekte oder die Sterne eben hier befinden, wie die eben hier heißen im Bild. Das ist jetzt aber hier eben nur so am Rande. So, dann gehen wir jetzt hier wieder zurück zum Astrometrica. Und ja, hier dann bei dem Time in File Header, das ist ja in den FITS-Dateien wieder immer die Zeit gespeichert. Und Siemens Generator Pro mit der Aufnahmesoftware, die eben ich hier verwende für meine Bilder, die speichert eben immer die Zeit vom Start der Belichtungszeit.
Das heißt, wenn zum Beispiel jetzt eine Belichtung 10 Minuten dauern würde und die würde um 23.30 Uhr gestartet werden, dann steht eben in dieser FITS-Datei 23.30 Uhr und nicht 23.40 Uhr. Das stellt man eben jetzt hier ein. Ja, dann den Offset, der ist jetzt hier noch wichtig, dass man einstellt. Und zwar ist es eben so, dass es eine UTC-Zeit gibt, also eine Weltzeit. Und je nachdem, in welcher Zeitzone man lebt, muss man eben hier die Zeit einschreiben. Bei uns ist es jetzt hier so im Sommer, bei der Sommerzeit haben wir eben hier 2 Stunden Differenz. Jetzt haben wir Winterzeit hier aktuell, also muss ich jetzt hier 1 Stunde hereinschreiben. Ja, und die Präzision soll er eben mit 1 Sekunde hier machen. Ja, bei Color Band habe ich hier auf Visual eingestellt. Dann gehen wir hier weiter auf Programm. Ja, da könnt ihr eben jetzt hier auch sehen, was hier so eingestellt ist. Und dann beim Star-Katalog habe ich hier den UCAC4 genommen. Habe eben hier das hier dann so eingestellt. Er soll 200 Sterne suchen. Ja, das könnt ihr im Grunde dann auch so übernehmen, wenn ihr wollt. Ja, und ansonsten gibt es hier nicht mehr viel zum Einstellen. Das war's dann im Grunde. Dann klickt ihr hier unten auf Save und auf OK. Und dann öffnen wir uns als nächstes 2 Fotos. Und zwar ungefähr 2 Fotos habe ich eben jetzt hier gewählt, wo ungefähr 1 Stunde Abstand war vom ersten zum zweiten Foto. Also ihr seht jetzt hier, das war jetzt hier Foto Nummer 19 und das hier war dann Frame Nummer 40. Also ungefähr so 1 Stunde Abstand, dass eben auch der Asteroid in dem Fall ein bisschen hin und her springen kann. So, dann fragt uns jetzt hier noch, wann eben das Foto aufgenommen worden ist, und zwar nach der UT-Zeit. In dem Fall sind ja bei mir das Datum und die Uhrzeit eben schon im FITS-Header gespeichert. Wenn ihr jetzt das Bild mit einer Spiegelreflexkamera so aufgenommen habt und das hat eben hier dann nicht funktioniert, dann müsstet ihr eben hier das Datum und die entsprechende Uhrzeit noch eintragen. So, beim zweiten Bild hier dasselbe. So, dann haben wir jetzt eben hier diese beiden Bilder. Und als nächstes klickt man jetzt hier auf dieses grüne Symbol oder ihr könnt auch hier ins Menü reingehen und Data Reduction. Dann klickt ihr hier auf OK. So, jetzt ist er hier damit fertig und er hat jetzt hier auch die meisten Sterne richtig gefunden. Soweit ich das jetzt hier verstanden habe bei dem Programm, alles was hier so gelb-grün eingekreist ist, das hat quasi gepasst und alles was blau ist, da ist ein bisschen was verschoben, könnte man jetzt theoretisch hier noch ausrichten. Ich sage aber, das passt so, wähle ich hier das untere und dann auf OK. So, und als nächstes schauen wir jetzt nochmal, wo genau befindet sich jetzt der Komet. Und da können wir hier unter Tools das Ganze hier mal blinken. Achso, genau, jetzt habe ich euch noch nicht gesagt, warum das hier bei mir invertiert ist. Das könnt ihr nämlich hier machen. Mit diesem Symbol hier kann man eben das Ganze invertieren. Also ihr seht jetzt, hier ist hier der Sternenhintergrund eben wieder dunkel und die Sterne sind hell. Und wenn man es eben aber hier invertiert, finde ich, sieht man es einfach ein bisschen deutlicher. So, und der Asteroid, der müsste sich jetzt hier irgendwo befinden. Da zoome ich jetzt hier mal ein bisschen rein. Ja, also das Reinzoomen könnt ihr eben da oben machen mit diesem Plus-Symbol. So, hier haben wir den Kandidaten. Jetzt zoomen wir nochmal ein bisschen weiter hinein. So, jetzt sieht man es eben hier deutlich. Und mit dieser Blinkmethode könnt ihr auch nochmal den Rest von eurem Bild absuchen. Vielleicht befindet sich ja noch irgendwo irgendein Objekt. Und ja, hier ist er jetzt jedenfalls. Das könnt ihr dann eben hier auch wieder stoppen. Und man kann es auch hier schneller oder langsamer machen. Also zum Beispiel hier auf 1 runterstellen. Dann blinkt dieser ein bisschen langsamer hin und her. Entsprechend, wenn man es hier raufstellt, blinkt schneller hin und her. So, stoppen wir das Ganze hier mal. So, und jetzt werden wir mal schauen, ob er die Bezeichnung dazu findet. Also, ob er den Asteroiden eben hier erkennt. Das geht eben hier unter Tools mit diesem Befehl hier. So, und jetzt hat er hier auch schon was gefunden. Und jetzt starte ich hier nochmal das Blink.
Und das seht ihr jetzt hier. Hier befindet sich ja das Objekt. Und ja, ganz hat er das jetzt hier nicht getroffen. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Normal müsste jetzt hier dieses rote Viereck genau da drüber liegen. Es ist ein bisschen daneben. Aber ihr seht, das geht genauso dieselbe Richtung. Und wenn ihr jetzt im Vergleich den da unten anschaut, da hat er anscheinend auch noch irgendwas gefunden, irgendein Objekt. Aber das bewegt sich jetzt mehr so von links oben nach rechts unten. Und das eben hier bewegt sich tatsächlich genau von links unten oder so leicht von links unten nach rechts oben so hin und her. Also genau so die Richtung, in die sich eben auch jetzt das Objekt hier bewegt. So kann man eben dann rausfinden, ob das jetzt der oder der sein müsste. So, dann stoppen wir jetzt hier das Ganze wieder und jetzt klicke ich einfach mit der linken Maustaste hier auf dieses Objekt drauf und da wollen wir jetzt eben das hier mal verifizieren. Ihr seht jetzt hier bei diesem Objekt, wo wir ja vorher schon gesehen haben, das bewegt sich genau in derselben Richtung und auch mit derselben Geschwindigkeit, also mit demselben Abstand. Und das heißt eben jetzt hier D2063 und hat eine Magnitude von 18,5. Und jetzt könnt ihr hier auf diese drei Pünktchen hier klicken. Und jetzt werden vom gesamten Bild die ganzen Objekte eben hier angezeigt. Und ihr seht, das nächste ist eben der D2063 mit 18,5 Mag. Und die wird es jetzt hier auch noch alle zur Auswahl geben. Aber ja, in dem Fall weiß ich halt, das muss der sein, ein anderer kann es nicht sein. Dann klicken wir jetzt hier auf OK. So, und jetzt haben wir hier auch noch die Objektbezeichnung. Das ist eben das Objekt 392.063-2009-BR-189. Dann gehen wir jetzt hier auf Accept. Ja, und wer will, kann dann eben hier unter Files und dann View-MPC-Report-File kann eben das Ganze dann auch per E-Mail so verschicken. Da steht eben dann auch die exakten Koordinaten, der Name, mit welchem Teleskop das Ganze gemacht wurde, meine E-Mail-Adresse. Und ja, hier steht eben dann noch die exakten Daten, die Uhrzeit und so weiter und die Koordinaten. So, jetzt haben wir mal dieses Objekt eben identifiziert und jetzt wäre es natürlich noch spannend zu wissen, wie weit ist denn das Ding jetzt hier entfernt gewesen, wie groß ist es und wie sieht eigentlich die Umlaufbahn und so weiter aus. Und wie ihr das rausfindet, das zeige ich euch jetzt. Ja, und zwar gibt es da bei Wikipedia so eine Liste für die ganzen kleineren Planeten, heißt also die Minor Planet. Ich gebe euch den Link von dieser Liste, sowie natürlich auch von den Astrometrica, findet ihr alles unten in der Videobeschreibung. Ist, glaube ich, am einfachsten für euch. Da klickt ihr einfach unten mal in die Videobeschreibung hinein und dann seid ihr eben auch gleich direkt auf der Liste. So, wir wissen jetzt hier, das war eben das Objekt 392.063. Jetzt schauen wir sich hier das Ganze mal in dieser Liste an. Schauen wir mal, ob wir den da finden. 392.000. Da gehen wir mal hier drauf. Und dann fahren wir hier ein bisschen runter, bis dass wir dann hier sind. 392.063, das ist jetzt eben hier dieses Objekt. Da sieht man dann auch, ja, wer den eben entdeckt hat. Und hier sieht man auch schon mal die Größe, also 1,9 Kilometer ist hier der geschätzte Durchmesser. Wie man das Ganze eben rausfindet, das zeige ich euch dann auch gleich noch, wie man eben das Ganze errechnen kann aufgrund der Magnitude. So, und dann klicken wir jetzt hier mal auf diesen Link JPL und da können wir sich jetzt eben weitere Details anzeigen lassen. Und das ist nämlich jetzt hier auch ganz spannend, finde ich. Und zwar gibt es jetzt hier Show Orbit Diagramm. Und da seht ihr jetzt hier unser Sonnensystem, also in der Mitte ist jetzt hier die Sonne, dann seht ihr hier den Merkur, dann die Venus, hier befindet sich die Erde. Das ist jetzt hier noch die Umlaufbahn vom Mars. Ja, man kann hier auch ein bisschen reinzoomen. Und hier befindet sich jetzt der Asteroid. Hier seht ihr nochmal die Bezeichnung.
Man kann jetzt hier auch mit der linken Maustaste, wenn man die gedrückt hält, kann man eben auch die Höhe so einstellen. So, und hier kann man sich jetzt noch Datum und Uhrzeit eben auswählen, wann man eben das Foto gemacht hat. Und zwar habe ich am 21. Oktober das Bild gemacht, und zwar ungefähr um so 23 Uhr war es da so circa. Und dann sieht man jetzt eben hier links unten die Entfernung von der Erde zu diesem Objekt, und zwar ist das die 1,067-fache Entfernung von wie von der Erde zur Sonne. Also die Entfernung zur Sonne wird eben mit 1,0 angenommen, und die Entfernung jetzt von der Erde zu diesem Asteroiden ist eben 1,067-fach. So, die mittlere Entfernung von Erde zu Sonne beträgt im Durchschnitt 147,09 Millionen Kilometer. Das Ganze rechnen wir jetzt eben hier mal 1,067. Somit wissen wir jetzt eben hier den Abstand zum Zeitpunkt der Aufnahme, betrug eben der Abstand 156,9 Millionen Kilometer. Und wenn man jetzt dann noch bedenkt, dass dieses Objekt knapp 2 Kilometer Durchmesser hat, und das habe ich von meinem Garten aus fotografieren können, dann ist das wirklich der Hammer. Also wirklich extrem cool finde ich solche Sachen, wenn man sich eben dann auch selbst so heraussuchen und herausrechnen kann. Vielleicht auch noch interessant, die Umlaufbahn von diesem Asteroiden beträgt 14,61 Jahre, beziehungsweise eben 5336 Tage. Ja, also hier findet man dann hier auch noch ein paar weitere Daten zu diesem Objekt. Wirklich sehr spannend das Ganze. Ja, hier dann draußen ist eben noch der Jupiter und hier dann auch noch der Saturn. Das sieht man dann auch noch. Weiter heraus ist dann hier der Uranus und der Neptun. Also der ist gar nicht mal so weit weg eigentlich, jetzt mal im Vergleich zu anderen Dingen hier gesehen. So, und jetzt wollte ich euch noch zeigen, wie man eben ausrechnen kann, welche Größe so ein Komet hat oder so ein Asteroid hat. So, und zwar gibt es eben hier eine Seite eben von der NASA, und hier kann man sich eben das Ganze hier ausrechnen mit der Magnitude und der Reflexion. Und zwar gibt es da das Albedo. Und wenn man jetzt hier mal nach dem Albedo googelt, vielleicht noch Astro hier dazu schreibt, dann sieht man eben, dass jeder Planet oder jedes Objekt da draußen hat eben eine mehr oder weniger starke Lichtreflexion. Zum Beispiel die Erde hat 0,31, der Jupiter 0,44 und so weiter. Und ich habe mich da jetzt letztens noch ein bisschen informiert, und so die Asteroiden haben so im Durchschnitt normalerweise so 0,2. Also 0,2 haben die Lichtreflexion, und wir wissen, der hat ungefähr eine Magnitude von 16. Also mit 16 wird er halt zumindest auf der einen Seite von Wikipedia angegeben, und somit ergibt sich eben hier ein Durchmesser von 1,9 Kilometer. Wie wir aber vorhin gesehen haben, bei dem Astrometrica wird hier eine Magnitude von 18,5 angegeben. So, das kann man jetzt hier auch einmal hereinschreiben, 18,5. Dann hätte der eigentlich sogar nur 0,59 Kilometer Durchmesser. Was natürlich dann letztendlich noch beeindruckender wäre, wenn ich wirklich so ein kleines Objekt da festhalten könnte. Ja, wie groß er dann letztendlich wirklich ist, es kann ja auch sein, dass er vielleicht doch nur mit 0,1 reflektiert oder vielleicht auch mit 0,2 und dann vielleicht 16,5 hier hat. Ja, er wird vielleicht irgendwie so zwischen 0,8 und 3 Kilometer Durchmesser haben. Oder man glaubt eben der Wikipedia-Liste, dann hat er eben 1,9 Kilometer. Ja, genau das finde ich ja, macht die Astrofotografie so richtig erst spannend und interessant und faszinierend, wenn man eben dann auch mit solchen doch noch relativ einfachen Mitteln, finde ich jetzt zumindest, auch mal solche Nachforschungen anstellen kann. Ja, habt ihr auch schon mal irgendein Objekt entdeckt bei euren Bildern? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare rein, würde mich mal interessieren,
was ihr bisher da so entdeckt habt. Und ja, ich werde in Zukunft meine Augen speziell immer offen halten, wenn ich da so Objekte eben in meinen Bildern entdecke. Das ist nämlich wirklich sehr, sehr spannend. Ja, in diesem Sinne, ich bedanke mich recht herzlich fürs freundliche Zusehen. Bleibt gesund und dann hören und sehen wir uns hoffentlich auch nächsten Sonntag wieder. Bis bald. Ciao, ciao.